Fair is fair. Are you going to get my wood? Those fucking bandits need a thrashing. Fair is fair. I'll fix your wood problem. Finally! Marcos sure is lucky he's got you as a scapegoat. Any idea where these bandits are? I'm not a tracker, I'm a boyer. They're in the mountains somewhere, that much I know. I'd check close to the lumber camps. There's plenty of trees around. Why do you need this type of wood? I've been working on a new type of bow. It's more flexible, so it lasts longer and can fire at greater range. Only a very special kind of wood that grows high in the mountains will do. I'll take care of the bandits. Make sure that you do, and be quick about it. I'll deal with these bandits and get you the wood you need as fast as I can. Have patience. It won't take long. If you knew how long Marcos has been feeding me excuses, you wouldn't be saying that. All right, I did something for you. Now you do something for me. Get my wood! So, muss ich hier mal zweimal pfeifen, oder was? Das gibt's doch nicht. Ah. Here's where the ambush happened. I should look around. Oh, that's a lot of footprints. A group left this area, headed west. Raus da. So, da eine ist weg. Hoppla. Too easy. Too easy. So, nach Westen hat sie doch gesagt, ne? The cart was emptied, then left behind. The thief can't have gotten far with that much cargo. Irgendwo muss doch noch der Kutscher sein. Oh, das ist Talos, nehme ich mal an. Eieiei. Nicht, dass der mir jetzt noch was auf die Mütze haut, ja. Must be the work of bandits. Natürlich ist Talos dort. Oh je.
Talos. Mit dir lege ich mich jetzt erstmal nicht an. Holzfällerlager. High Security hier. Da ist keiner da. Okay, scheinen nur drei Leute zu sein. Easy. Talos hat auch Langeweile und läuft da einfach nur auf und ab. Ja, in welche Richtung schaust du denn jetzt? That's odd. I should go look. So, der ist schon mal Geschichte. Hat er mich jetzt verpetzt? Oder will er mich verpetzen? Nee, oder? Na, komm doch mal her, ja. Oder bist du schwerhörig? Aha. Hierher. Und Schüssi. Den müsste ich doch eigentlich mit meinem Bogen. Da kann ich anscheinend nicht. Von hier komischerweise auch nicht. Okay. Ja, ich bin schon weg. Ich bin schon.
Eine große Gruppe ist in den Westen des Holzfällerlagers abgezogen. Okay. Ich tue mich gerade anscheinend ein wenig schwer, weil dann sind die wahrscheinlich hier. Oder wie soll ich das sehen? Weil das Holzfällerlager ist ja das da. Wir schauen einfach mal. Oh mein Gott. Ist jetzt ärgerlich, dass ich jetzt nicht so gut vorankomme, wie ich dachte. Ah, der wird mich ja gleich spotten hier. Aua. Ah, ja. Scheiße. Ungern. Ungern. Komm. Jetzt natürlich blöd, dass mich da jemand gesehen hat, ne? War ich mal auch recht unvorsichtig. Grand Theft Auto. Grand Theft Boat.
So. Schauen wir mal, wo denn jetzt hier ein Lager ist. Aha. That must be the bandit camp I'm looking for. Ja, ich denke auch, ne? So, ja, Stufe 3, Stufe 3. Passt ja wieder. Mensch. So. Haben wir noch jemanden? Was bist du? Keine Ahnung. Hm. Okay. Ah, ne, da ist noch einer. Und da haben wir noch eine Truhe. Eine Truhe. Mit dem Verkehr zu sehr am Kotzen hier. You're going down! Aber das ist natürlich blöd gelaufen jetzt. Hat aber keiner mitgekriegt. Was bin ich doch für ein Fuchs? Oh, die haben auch noch einen Hund dabei. Scheiße. Jetzt blöd. In der Hoffnung, dass jetzt hier kein Hai ist. Aber ist ja schon mal gut, dass wir als allererstes den Banditenführer gekillt haben. Ja. Hier scheint ein Gefangener zu sein. Der dann markiert. Ah.
Um Phobos zu rufen, muss ich Steuerkreuz nach unten gedrückt halten. Okay. Holy shit. Ich hab bald hier zur Fackel gemacht. Reflexbogen. Den werden wir gleich mal ausrüsten. So, jetzt wollen wir mal schauen. Machen wir mal ein besseres Schwert. Oh. Also, das ist ein Zweihänder. Also was komplett anderes. Ach so, ein Stab ist das. Scheint ja nicht viel Holz zu sein. Jetzt schauen wir gleich mal, ob wir die hier nicht auch mit dem Bogen erlegen können. Ja, die scheinen nicht ganz wohlgesonnen zu sein. Den war noch nicht klein. Reim. Ja. Lauf! Oder du bist der Nächste. Warum liegt hier überall Kohle rum? Ich habe, glaube ich, noch nicht genug Power dafür. Ah, den kann ich sogar leben lassen. Nice. Dann machen wir das doch. Der kann ja nichts dafür. It's Marcus's mighty champion. Don't tell me you actually did what I asked. I tracked the bandits and sent them to Addis. Your wood should arrive in town soon. And you expect me to believe the word of a mercenary? You really should have more faith in people. I said I'd get it done, and I did. I brought you some wood back to work with until the rest arrives. By the gods! You sure you work with Marcos? He's never once delivered on a promise.
Incredible. I might work with him, but we're nothing alike. I'm true to my word. Then take your pay. Give none to Margos. Na, nicht schlecht. Hier kann ich mich immer an Pfeilen bedienen, oder wie sieht das aus? Das Feuer sieht ja auch spektakulär scheiße aus. Jo. So. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Schauen wir mal, was steht beim nächsten Mal an. Ja, Kampf mit Talos, dafür sind wir noch nicht fit. Ja, wir werden mal das Auge stehlen. Auge um Auge. Gleich mal markieren, damit ich Bescheid weiß. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Nachmittag, Abend, Morgen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst euch nicht stinkern.